Aufgrund der Ereignisse in Valencia und der Medienberichte haben wir uns dazu entschlossen, selbst auch an die Öffentlichkeit zu treten, um einige Dinge richtigzustellen. Im Video, meine lieben Zuschauer, sieht es so aus, als würde die Menschenmasse in Panik geraten aufgrund der Predigt. Dies war aber nicht der Fall. Beim genaueren Hinsehen kann man ganz klar und deutlich zwei männliche Fahrgäste erkennen, die, ich betone, die nicht zu uns gehören. Zwei männliche Fahrgäste, die mehrmals in die Menschenmenge gerufen haben, unter anderem, ihr werdet sterben. Und dies löste auch die Massenpanik aus, meine lieben Zuschauer. Für sie ist es wahrscheinlich nur ein harmloser Spaß gewesen und sonst weiter nichts, doch für uns war es leider alles andere als lustig, denn dies führte dazu, dass unsere Brüder verhaftet und inhaftiert wurden. Auch wurden wir jetzt in der Öffentlichkeit mehrmals in ein schlechtes Licht gerückt. Meine lieben Zuschauer, wir sind weder eine Sekte, noch wollen wir den Menschen Jesus Christus aufzwingen. Wir sind ganz normale Christen und würden uns freuen, wenn ihr euch einfach selbst ein Bild von uns macht. Und hiermit möchten wir euch gerne einladen, doch einfach unsere YouTube-Channel zu besuchen und wie gesagt, euch selbst ein Bild von uns machen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal im Namen des gesamten Teams Werde Licht entschuldigen für das, was passiert ist. Dies war mit Sicherheit nicht in unserem Sinne. Vielen Dank. Am 4.8.2018 zwischen 22 und 23 Uhr wurden in Spanien in der Valencia Metro 9 unserer Glaubensgeschwister verhaftet, weil sie das Evangelium Jesu Christi predigen wollten. Wir haben eine Botschaft für euch. Tenemos una mensaje para vosotros. Dieser Zug ist voll mit Sünde. Esa metro está lleno de pecado. Drogen. Lleno de drogas. Fumerei. De fornación. Alkohol. De Alkohol. Bevor es aber so weit kam, das ist auch der Grund, warum wir dieses Video machen, stand einer der Passagiere auf und hat eine Panik ausgelöst, indem er angefangen hat zu schreien, ihr werdet alle sterben, ihr werdet alle sterben. Noch bevor es zu dem eigentlichen Evangelium kam. Eine Massenpanik aus, wo unsere Geschwister selbst überrascht waren, womit sie gar nicht gerechnet haben. Es war der letzte Abend der Missionsreise. Alle haben sich gefreut, zu ihren Frauen, zu ihren Kindern zurück nach Deutschland zu gehen. Fíjense en este hombre, es uno de los 9 individuos que sembró el caos en el metro de Valencia. Ese metro está lleno de pecado, ¡Jugen! Lleno de drogas. Megáfono en mano y proclamando mensajes. La palabra de Dios dice... Provocaron el miedo en un espacio reducido y a consecuencia una avalancha. La gente pensó que era un atentado. Aquí lo vemos también en Alemania, el país donde se asienta su grupo evangelista. Este grupo es un grupo de ex-musulmanes, gente que cometía delitos, la mayoría, pero sin embargo, una vez se convirtieron a Cristo, cambiaron su vida. Acostumbrados a predicar el Evangelio por calles alemanas. En el nombre de Jesús Cristo, la Liebe de Cristo. Pero se equivocaron en las formas al llegar a España. Se ha producido un error en cuanto al conocimiento del plano social, del plano cultural, así como también del plano normativo. Porque vinieron hace una semana para captar adeptos y acabaron provocando semejante altercado en el metro. Al escuchar sus proclamas, los usuarios los confundieron con terroristas. De inmediato fueron detenidos. 9 hombres de origen alemán fueron detenidos como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos. El juez ahora los ha enviado a la cárcel con una pena eludible bajo fianza de 12.000 euros. Ja, jetzt wollen wir noch auf ein paar Punkte eingehen über uns. Wir sind keine Sekte, wir gehören keiner religiösen Gemeinschaft in der Art an. Wir sind ganz einfache Menschen, die Herrn Jesus Christus in ihr Herz, in ihr Leben aufgenommen haben. Das war's. Wir sind ganz normale Menschen, haben Familien,
gehen unserer täglichen Arbeit nach, sind einfach aus einem Grund zusammengekommen unter dem Motto Werde Licht. Nach dem Maßstab leben wollen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dem Jesus, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Wir folgen diesem Jesus, der zu uns gesagt hat, liebet eure Feinde. Ja, wir haben uns zusammengefunden aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Städten, haben uns entschieden, da wo Dunkelheit ist, da wo die Sünde groß ist, ein Licht sein zu wollen. Und Liebe bedeutet auch, das, was nicht gut ist, aufzudecken. Wir freuen uns, wenn jeder Mensch sich Gedanken macht, was am Ende des Tages passiert, was am Ende des Lebens passiert, dass jeder Mensch sich ein wenig Gedanken über die Ewigkeit macht, weil Jesus Christus hat uns gesagt, hat den Menschen gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt den Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das wünschen wir ganz Europa, ganz Spanien, ganz Deutschland, der ganzen Welt. Das Ziel und die Absicht unserer Arbeit ist wirklich die Liebe zu den Menschen. Und das ist auch das, was wir übermitteln wollen, auch wenn es vielleicht manchmal vielleicht gar nicht so rüberkommt. Aber das Ziel ist es, den Menschen Jesus die Liebe Gottes nahe zu bringen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Der Friede des Herrn sei mit euch. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Durch das Wort Christi. Wie sollen die Menschen glauben, wenn wir nicht von Jesus Christus zeugen? Wie sollen die Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Erlöser ist, ihr Erlöser ist, wenn wir das denen nicht zeigen und sagen?